Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Sau hier am Start, ja. Es ist eine lange Zeit ruhig um mich gewesen. Auf YouTube, auf Twitch. Und das hatte folgende Gründe. Motivation. Ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Stress wegen Fahrschule, Ausbildung und privater Dinge. Und ich habe einfach in letzter Zeit einfach kaum Bock gehabt, ja, zu streamen oder YouTube-Videos wollte ich ja jetzt schon eine Weile nicht mehr machen. Vielleicht immer Best-Offs, aber jetzt keine Let's Plays mehr, weil das bringt einfach nichts mehr. Also es macht mir auch keinen Spaß mehr zu Let's Playen. Und ich werde definitiv auf der Twitch-Seite hauptsächlich bleiben. Ja. Und worum geht's jetzt eigentlich in diesem Video? Warum lade ich jetzt wieder ein Video hoch? Ganz einfach, ich möchte einen 72-Stunden-Stream mit Benny ankündigen. Ja, ihr habt richtig gehört, 72 Stunden. Warum 72 Stunden? Ganz einfach, ja. Wir haben mal, wann waren das? Irgendwie, das war mal vor meinem 24-Stunden-Stream, sind wir irgendwie auf das Thema Rekorde gekommen und Twitch und Hobbylos und Blood Geeks. Dann haben wir mal, hat Benny mal geguckt, was eigentlich der Rekord in Deutschland war und weltweit. In Deutschland war der Rekord 72 Stunden zu streamen. Ohne einzupennen natürlich, durchgehend streamen. Und weltweit war es, glaube ich, bei 104 Stunden oder so. Und dann hat Twitch das aber abgebrochen, weil die Verantwortung nicht übernehmen wollten, falls da was passiert, glaube ich. Ja, und wir wollen diesen Rekord brechen, einfach um zu gucken, wie weit kommen wir, wie lange schaffen wir es durchzuzocken. Und ich mit meinem Glück werde ja immer zum Urlaub krank und es ist gerade auch wieder der Fall. Ihr merkt es vielleicht, ich habe eine leicht heisere Stimme. Und es kratzt doch ziemlich, ja. Krieg Schnupfen und alles optimal. Und ja, wir werden viele Games zocken. Smite, denke ich. COD weiß ich nicht. Wird bei mir vielleicht ein bisschen was kommen. Also wir werden vielleicht zwischendurch auch mal andere Games zocken. Also so gesplittet praktisch. Ich werde Zombies zocken halt bei Black Ops 2. Wahrscheinlich. Dann Bad Fit Hardline wird am Start sein. Und ja, diverse andere Games, also Dirty Bomb und sowas. Wir haben halt ziemlich viele Spiele in der Bibliothek. Und ja. Ja, ihr könnt natürlich mitzocken, ja. Das ist mir auch immer ziemlich wichtig. Also Payday 2 wird auch am Start sein, natürlich. Ich habe mir durch Payday 2 auch eine kleine Community aufgebaut. Vor ein paar Wochen. Und ja, die wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr da sein, bis auf zwei Leute, denke ich mal. Aber das ist ja egal. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich Spaß und das geht mir auch um 72-Stunden-Stream daran. Darum, einfach Spaß zu haben, ja. Ich sag's jetzt auch nochmal in dem Video. Und das steht auch, glaube ich, bei Twitch noch bei mir drunter. Falls einer donaten will, sei es 1 Euro, sei es 2 Euro oder sei es mehr. Das wird ausschließlich für den Stream genutzt, heißt Verbesserung für den PC. Webcam habe ich jetzt schon. Als nächstes wäre dann halt eine SSD dran, also eine Festplatte. Weil Bad Fit Hardline lädt ewig, dank der Festplatte und GTA 5. Und ja, das liegt an der Festplatte bei GTA 5 bei mir. Lädt auch nicht, wenn ich zu schnell fahre. Die Welt nicht. Gut, aber ist ja jetzt auch egal. Ihr könnt, wie gesagt, mitzocken. Schaltet ein. Am 21. März geht's los. Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Früh ist irgendwann, wahrscheinlich 10 Uhr, denke ich mal. Das müssen wir nochmal genauer abquatschen. Und ja, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns, ja. Es wird hart werden. Verdammt hart. Aber zusammen packen wir das und ja. Haut rein, Leute. Bis denne.